Hallo Freunde, ich bin Lonwolf und willkommen bei World of Tanks. Ja Freunde, heute will ich euch wie immer zwei Matches zeigen. Aber bevor wir zu den Matchen kommen, will ich ein Thema ansprechen. Ein Thema, die manchen gar nicht hören wollen. Und zwar, die Thema lautet folgendes. Wie viel muss man machen in BOT, um dem Team nützlich zu sein? Wie viel muss man killen, wie viel muss man Damage machen, um dem Team wirklich nützlich bei der Sache zum Sieg zu führen zu sein? Es gibt eine Statistik, es gibt ein wirklich WOT-Statistik, und zwar folgendes. Es lautet folgendermaßen: wenn man mehr als struktureigenen Panzer gemacht hat, hat man schon genug gemacht, um dem Team zu helfen. Ich kann nur sagen, ich bin nicht ganz damit einverstanden, denn wenn diese Statistik auf alle Panzer gehen, das heißt auf jeden Fahrzeug in BOT, dann ist völliges Blödsinn. Denn die Menschen, die ihr heute sieht, werden beide mit ISU gemacht, 152er. Ja? Und wenn ich jetzt per dieser Statistik jetzt, ja, mehr als eigene Struktur, ich habe nur 1010. Ja? Wenn ich da jetzt mehr mache, 1500, dann habe ich was gemacht. Freunde, völliger Blödsinn. Ich brauche 2 Schuss und ich habe schon mehr als mein eigenes Leben gemacht. Ja, reichen wirklich 2 Schuss, um dem Team nützlich zu sein? Ich glaube, diese Statistik passt besser zu solchen kleinen Panzern, der wirklich 47 Schaden machen, also diese Kanone macht 47 Schaden und der hat Struktur 230. Wenn der jetzt dieser 230 überbietet und macht, sagen wir 500 Schaden, dann hat er wirklich was gemacht, weil der ist klein, der macht kleinen Schaden und der ist nicht gleich draufgegangen nach 2 Schüssen und hat wirklich geholfen. Wie viel Kills? Ich glaube 3-4 Kills oder 2-3 Kills reichen, denn man muss nicht unbedingt ein Krieger sein, also den Krieger kriegen. Klar, wenn du den Krieger hast, ist super, sage ich nichts, du hast 6 Stück umgelitet und dein Team braucht dann nur 9 Stück dann umbringen, dann ist gut. Aber ich glaube, wenn du schon 3 Stück umbringst und sagen wir 3000 Schaden machst, dann bist du gut dabei, dann hast du dein Team wirklich vorwärts gebracht. Wenn allerdings Team mitmacht, das heißt, wenn du jetzt, sagen wir, auf dem E75 getroffen hast und stehst mit ISU 152 oder einem anderen Jagdpanzer und hast dem E75 schon sein Hälfte des Lebens, sagen wir zweimal geschossen 1400 da weg oder einmal geschossen 750 Struktur von seinem Tank dann weg, dann kann von mir aus der Teamkamerad kommen und mir den Kill nehmen. Allerdings nicht immer. Aber ich muss sagen, Damage ist bei mir auf erster Stelle. Also wenn ich jetzt mehrere Tank so viel Schaden einrichte, dann dass dann der Team, die dann zu Ende killt, ist mir wichtiger, dass wir gewinnen, als wenn wir 2-3 Kills machen, ja, und 1500 Schaden dabei rausbekommen, denn wir dann so Killklau machen.
Diese zwei Mädchen, was ihr seht, werdet dieses Thema einknüpfen, denn im ersten Match wird sehr viel Damage und auch Kills geben. Bei dem zweiten Match wird es umgekehrt. Weniger Kills, aber weniger Damage, aber 3 Kills. Ja, ich habe einfach nur die zwei Matches zum Thema vorbereitet. In den ersten Match haben wir leider verloren, aber guckt mal bitte die Statistik. Ja? Also nach langem Überlegen habe ich mir gedacht, meine Arbeit ist nur dann getan, wenn ich unter den Dreier komme, unter den 3 Besten. Okay, unter 5 Besten kann auch gut sein. Noch ein Thema, was ich ansprechen will. Was denkt ihr, was muss man machen, was könnte Wargaming tun, um dieses Spiel noch besser zu machen, um diese Leute, die wirklich rein gar nichts machen wollen, einfach reinkommen, abknallen lassen und dann denken, ja, das Team macht es. Ja, das Team bringt mich zum Sieg und ich kriege dann meine 500 Erfahrungspunkte, was mir dann in den, ihr wisst wohin, geschoben wird. Das reicht mir. Also, ich denke so, Wargaming sollte es tun, so, dass wer gar keinen Schaden gemacht hat, ja, oder ausgescoutet hat oder überhaupt nichts gemacht hat, der sollte gar keine Erfahrung kriegen und gar kein Geld. Ja? Und dann versteht der wirklich, dann versteht dieser Mensch, dass man etwas tun muss. Ja? Ihr wisst ja, ich bin halb Russe und ich gucke russische Let's Plays. Und wisst ihr, wie Russen solche Leute nennen? Bitte jetzt nicht beleidigt sein, aber sie nennen die Ochsen. Die werden einfach Ochsen genannt, die Leute, die nichts machen. Ja, und die Leute, die, jetzt kommt sehr viel Beleidigungen, aber ich habe es nicht erfunden, ist auch so. Dieser XVM, oder wie der heißt, ja, das wird bei den Russen Ochsenmesser genannt. Ja? Und alle, was unter 45 oder 47% liegt, ja, das, und zwar, deren Meinung, nicht meine Meinung, das ist nicht meine Meinung, bitte nicht verwechseln, ich sag nur, was ich höre, das sind die Leute, die einfach nur nicht lernen wollen, das Spiel. Die kommen rein, ja, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ich gehe mal rein, hab mal Spaß und drauf geschissen auf Steam. Ja, und deswegen wird das auch Ochsenmesser genannt. Und ich muss sagen, die Idee mit einfach nur keine Punkte, keine Erfahrung geben und kein Geld unterstütze ich vollkommen. Das hat Wargaming bei ihrem Flugzeuggame da, ich spiele das selber nicht, ich habe es auch erst vor kurzem erfahren, auch so gemacht, dass die Leute, die nichts gemacht haben, bei den Flugzeugen keine Erfahrung bekommen. Und ich bin echt dafür, dass es auch hier so gemacht wird. So, jetzt will ich euch nicht mehr voll quatschen, jetzt seht ihr ein Match. Und zwar, wie gesagt, diese zwei, beziehungsweise dieser Thema einzuknüpfen, diese zwei Matches werden an dieses Thema geknüpft sein. Ich wünsche euch viel Spaß damit und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ja, holt euch Chips und Cola und genießt die Show. Ja, Freunde, ich bitte um Kommentare noch zu diesem Thema, was denkt ihr darüber? Und, aber jetzt, Chill. Ab.
chance to get away. No time for your last prayer when the prowler sneaks up from behind. An alpha chasing outlaws, the hunter takes his prey. The law of the jungle he obeys. Craving for the danger to even out the score. Face to face once and for all. Renegade, renegade. Committed the other.
Time to-